Wenn ihr wollt, dass ein Presseartikel verfasst wird, schickt das Video an die Presse unbedingt weiter. Warum hast du deinen Rucksack aber da? Dass der blöde Storing auch durchkommt, da durchs Kirchbandel. Tu ja nicht weh. Okay. Workout mit Sascha Huber auf der Watzmannfrau. Das war doch was. Was ist mein Rucksack? Warum? Da ist ein Brettl eben. Da ist ein Platz in der Nähe. Da kannst du einen Limbo-Dance machen, sag ich euch. Wir haben einen Durst gehabt, das war Motivation genug, gell, für uns. Cheers. Prost. Herzlich willkommen zu diesem Video, liebe Leute. Die Route, die wir heute machen, die machen wir nur, wenn man sadomasochistisch veranlagt ist. Und nehmt euch da auch unbedingt Vaseline mit, weil sonst kommt ihr da nicht durch. Wenn ihr wissen wollt, wo wir sind, unbedingt dranbleiben. Oh, ist das eng. Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren. Leckers. Ja, wo stehen wir jetzt gerade? Benzinkurven, gell? Ja. Aber die Zapfanlage haben wir uns angebaut. Jetzt reisen wir halt wie immer ins Chor rein. Bis daher sind es übrigens 5 Kilometer und 450 Höhenmeter. Wenn du halbwegs zügig gehst, bist du in einer Stunde locker da. Ja, gerade am Zustieg ins Chor. Mit dem Falzsteig sind wir schon drüber und einfach ein Daumen da die Botanik. Nehmen wir uns eh schon die ersten Abbrüche der Watzmannfrau. Sehr imposant. Wir queren auf jeden Fall jetzt ins Chor rein, da zurück. Ja, da waren wir erst vor ein paar Tagen oben. Auch bei Traumstimmung. Auf Sochekaufe. Max, weißt du, was auch geil war? Auf Sochekaufe gingen da durch ein paar Routen. Ja, zum Klettern. Das konnten wir uns auch mal anschauen, da gibt es auch keine richtigen Beschreibungen dazu. He? Ja, weil gesehen haben wir es nur da, gell, die Platten. Ja, das sind die Platten, ja. Aber es gibt auch alte Routen auf so Rückkaufe. Das war, glaube ich, interessant, wenn wir das einmal die Zuschauer zeigten. Da war ich auch gespannt. Ja. Das konnten wir mal probieren. Wollt ihr das sehen? Schreibt es unten rein. Mörderstimmung heute. Unten das Wolkenmeer. Herum auch ein paar Wolken. Wahnsinn, bin gespannt, was wir da heute noch stimmungsmäßig einfangen. Kurze Pause haben wir jetzt gemacht, in der Sonne noch. Und dann gleich wieder das Scheiker drüber angezogen. Jetzt sind wir eh vorerst im Schatten, schon im Chor. Da vorne geht nachher die alte Westwand rauf. Könnt ihr euch gerne nach dem Video die Tour anschauen, habe ich vorher einen Vlog gemacht, mega Video, verlinke es euch unten in der Beschreibung. Für uns geht es jetzt da noch ein bisschen vierer. Zustieg ein bisschen zum Aufpassen, da ausrutschen sollte jetzt nicht, aber geht ganz gut mit den Zustiegsschuhen. Jetzt der Fähre und dann suchen wir uns die Routen. Da ist irgendwo so ein Bandlaufe, was mich erinnern kann mit dem Markus, wie ich da gewesen bin mit dem Maldinger. Das suchen wir jetzt auch.
Passt, sehr schön. Nee, gibt eh mehrere Wege. Ja, eh. Hauptsache, wir sind am markierten Weg. Das ist das Wichtigste. Wohl euch. Ja, du stehst da, du bist meine Markierung. Ach so. So meinst du? Ja, Falle. Der Watzmann bricht zusammen. Ja, ich weiß es nicht. Hat eigentlich eher nach Stein sich umgekehrt. Ah. Alter. Heute habe ich einen Scheißtag. Ja. Beziehungsweise ist der 30 Meter Strick hätte er heute definitiv nicht geschaut. Da rauf, oder? Ja, da rauf. Und dann sind wir eh schon auf der im oberen Wandel drin und das ist dann einfacher. Eine mentale Herausforderung für mich. Bist du deppert? Hätte man sowas noch nicht gemacht, weil ich auch schon lange abgedacht. Ja. Ich meine, ich habe den Weg, den habe ich dann nur deswegen gezeigt, weil ich ihn schon gegangen bin. Wenn ich das noch nie gegangen war, wenn ich nicht gewusst hätte, dass das maximal 2 plus ist und halt so ausgesetzt, dann hätte ich das nie gemacht. Ich muss den anderen Muggel klopfen. Ja. Aber es gibt eh genug für Möglichkeiten da. Da schon, ja. Wir sind jetzt da gerade in der Scharte zwischen ersten Watzmann-Kind, das ist hinter uns, und der Watzmann-Frau, die ist da vor uns. Und jetzt geht es da zuerst den Grat rauf und nachher durch die Südwand und das Kirchbandl, ja, da sind wir jetzt schon sehr gespannt, was uns erwartet. Der Zustieg war, ja, das war schon ausgesetzt. Ja, es war ausgesetzt, ja. Auch mit feinden Kräften hat es schon hingehauen. Genau. Ah, leck Quatsch. So, dann auf und der Garten. Jawohl. Wenn es stimmt, ist die Route gut mit Stormantel markiert. Schauen wir mal.
auch so schön Enzianwiesen. Das ist ja gut zum Anhalten. Der Fels ist gut, gell? Stormandl, die Frage ist nur, ob wir unten müssen oder oben. Geht's oben um? Sehr gut. Passt. Schauen wir mal. Bei Möglichkeiten gibt es ja da noch und nöcher. Da gehen jetzt irgendwie rauf. Da oben geht ein Bandl um. Wir glauben, dass da oben unsere Routen ist. Schauen wir mal. Ausblick da ist ja schon gewaltig. Sehr schön auf Anhieb hergefunden. Stefan Stadler, herzlichen Dank. Die Beschreibung vom Stefan da wir unten eine verlinken. Schauen wir uns die Geschichte mal an. Der da aufpassen, gell? Jawohl. Ja, perfekt. Sind wir richtig? Ja, sowas von richtig. Ja, sowas von gewaltig, Max. Hammer. Warum hast du deinen Rucksack aber da? Weil der blöde Storing auch durchkommt da durchs Kirchbandl. Dann muss man immer einen Arbeit tun, weil der Bongo, den sein Body Mass Index, ist halt auch nicht spaghetti-mäßig. Auch schon mehr als 60 Kilo. Das Bier schmeckt mir einfach, weil es gut ja, mit dir, Max. Der Edelstoff ist. Der gewaltige. Was ist das überhaupt, das Bandl? Was soll sonst sein? Ich muss da durchkrallen. Meine armen Knie. Achso. Nein, hab mich nicht runtergehauen. Ich hab mir nur einen Rucksack gehabt da. Lass dir mal einen Daumen da, im Bladen Stodinger. Ein Roten beim Bundeswehr Komoter. Ah, so geil. Ist ein Bubelsack nicht so schwer. Ja, stell dir vor, du hättest jetzt eine ganze Kiste Bier auch noch dabei. Polderfest. Ah, fuck, und das darf ich jetzt auch machen. Alter, ist das eng.
Leck Arsch. Ah, leck Arsch. Ach so, Rucksack hat sich verkeilt. Ah, gewaltig, sag ich da, Leuteln, das ist gewaltig, das müsst ihr unbedingt einmal machen. Ah, ach so, aber auf eigenes Risiko, gell? Ah, ist das eng? Steckst du? Es flutscht da. Aus der Vaseline, dass ich besser durchkomme. Wahnsinn. Wenn man es da anschaut, wird es ganz schlecht. Das ist geil. Kerzen gerade alle. Boah. Boah. Hier so alt. Boah, da kriegst du einen Krampf. Hätte gestern. Du nicht so viel Kebab gegessen. Boah, da ist jetzt ein Eng. Immer schön übertreiben. Dass ich nicht sagen kann, dieses Clickbait, was ich mache. Aber geil ist das. Ein richtiges Abenteuer. Das war aber so ein Don Raphael. Ach, meine Kappe, meine Armskappe. Das arme alpine Momente-Kappe. Lass uns mal zwischenzeitlich einen Daumen nach oben da. Schau mal! Den du! Oh, jetzt wird's was. Jetzt wird's was. Oh. Das klingt ja, wenn ich scheißen würde, gell? Oh. Oh, schaut euch das an. Schaut euch das an. Da pfeift so wie Leuteln. Und da hinten sind wir her. Wenn jetzt meine Kamera nicht läuft, blinkt die. Ja gut, weil sonst hätte ich alles noch einmal machen müssen. Ja, da musst du noch ein bisschen Tier sein. Ja, ja. Boah, die Knie werden ausschauen danach. Liegestütz-Ausgangstellung. Ja, Bundesheer. Das war was für ein Sascha Huber. Workout mit Sascha Huber auf der Watzmannfrau. Das war doch was. Was ist mein Rucksack? Daher. Warum? Da ist ein Brettel eben. Da ist ein Platz in der Nähe. Da kannst du einen Limbo-Dance machen, sag ich euch. Ein Lab-Dance von der Watzmannfrau war ich jetzt was, he? Oh, leck was. Sehr gut. So geil. Lustig. Hoffentlich war das das richtige Kriechbandl. Ein Kommentar dazu. Eng ist geil. Eng ist geil. Der Bladenstodinger hat es auch schon. Auf dem Bladenstodinger. Yeah. Gewaltig. Ghetto Faust. Ja, Salzburg, meine Stadt. Juhu! Aber war das lustig, hört's gerade. Ja, da dann müssen wir da um. Und von hinten geht's noch rauf auf den Gipfel. Stark. Ja. Aber wenn das jetzt die Schwierigkeiten waren, dann war die Schlüsselstelle unser Zustieg. Mhm. Aber immer wieder gute Touren, gell, mit mir? Ja, immer wieder Erfahrung reicher. Immer wieder was Neues, ja. Die Stimmung ist ja heute echt ein Traum.
Ein Traum ist das. Schaut euch das einmal an. Wahnsinn, wie es da herum und umzieht. Gewaltig. Wieder ein Stormandl. Ja, direkt da drüben ist das Kirchbandl. Von da drüben über den Graz sind wir hergekommen. Dann durch die Wand umgequert. Sagenhaft. Da vorne oben ist der Gipfel. Im Moment, da kommst du aus der alten West raus. Habe ich mich richtig erinnert. Wahnsinn. Super, brutal. Brutal. Geil ist. Voll. Hey, Paparazzi oder was? Vollgas. Reibungskletterei. Du musst quasi den Stein fisten. Stein fisten. Ich bin der Fistfanz. Jetzt übertreibt er. Ha? Jetzt übertreibt er. Okay. Okay. Das habe ich vom Flo gelernt. Die kleinen Mulden kann man als Dritte hernehmen. Die sehe ich jetzt. Das hat mir der Flo beigebracht. Unser Werner Bazi. Ja. Gewaltig. Der Risskletterer. Stark. Wir wollen ja sehen, was wir trinken. Ja, aber Max, wie kannst du das bringen? Jetzt hat der Enzian Hanse hat gerade kommentiert. Das ist ja kein Enzian. Ja, das kann ich, ja, aber dass der Flachmann auch zu wünschen übrig lässt. Was? Ah, im Flachmann hat er viel zu wenig Platz. Ja, stimmt. Das, ist auch, das stimmt auch wieder. Mal, da werden wir wieder Gesundheit, ha? Prost. Prost. Dankeschön, Mama, für die Medizin. Ja. Dankeschön. Cheers, Prost. Bergheil. Bergheil, bleibt's geil. Der ist schon gut, gell? Ja, der ist ein Wahnsinn. Sie haben auch gefragt, was das für einer ist. Sie haben gesagt, das ist ein Zirbenschnaps mit Wodka angesetzt. Ja, genau, ja. Der fährt besser, gell? Angesetzt. Ja, da ist ein Süßer.
Ja, nein, ist echt gut. Passt gut, ja. Aber leider geht er schon fast im Ende zu. Müssen wir mal nehmen. Wir wieder mal Zirben glauben gehen. Und einmal selber probieren, ob wir es auch so hinbringen. Gewaltig! In dem Sinn, bergheil von der Watzmannfrau, gerade im Abstieg. Ein paar Abstiegsaufnahmen gibt es auch noch mit den Schlüsselstellen. Ja, und bei Kürrent kehren wir noch mal ein. Sicher der Markus M. Die Kletterstühle einmal hinter uns. Vorerst nur Gehgelände und dann kommt noch die Schlüsselstühle an den Arm. Ja, da drüben im Nebel rein beim Watzmannhaus, gerade ein Hubinger, gell? Ja. Christopher, was? Ja. Oder ins beim Land. Ja. Wenn man da so schaut, bei uns darf natürlich auch nichts sein, aber die schlimmsten Sachen haben wir alle schon hinter uns. Das war sicherlich auch eine geile Route da über die Platten rauf. Da vorne ist dann irgendwo einmal der Gendarm. Stand war auch einer da. Schwer ist er nicht ausgesetzt, ist er halt. Maximal 2er. Und eben, irgendwie hat der Flo schon recht. Wenn du links runterfliegst, bist du hin. Und wenn du rechts runterfliegst, liegst du halt verletzt in die Latschen. Also wann noch an rechts. Ja, wie immer, Kürrent noch kurz zugehört und jetzt geht's für uns runter. Sehr empfehlenswert übrigens. Zur Sennerin. Ja, genau. Ich gehe da am liebsten eben zur Sennerin, da ist meistens weniger los wie hinten Kürrent. Gibt's einen guten Jausen, Bier und die heimische Wirtschaft und Gastfreundlichkeit ist zum Schätzen. Ja. Und vor allem auch, gehört auch ein bisschen unterstützt, wenn man immer da in der Region ist. Genau. Ja, und da sind wir oben gewesen. Jetzt geht's da oben und am Rückweg machen wir noch ein Fazit. Ja, wir haben jetzt in sage und schreibe 40 Minuten ungefähr von Kürrent runter gebracht. Wir haben einen Durst gehabt, das war Motivation genug, gell, für uns. Tschüss. Prost. Und weil das ja kein Sauf-Video wird, machen wir halt jetzt ein Resümee zur Tour. Insgesamt haben wir so zwischen, also ich habe 20,30 Kilometer am Dach und du ein bisschen über 21, ja. 21,5, fast 1700 Höhenmeter die Tour. Wie hast du das empfunden, Max? Ich habe jetzt voll Zeit natürlich, wie heute halt alle. Ja. Der Spaß ist nicht zu kurz gekommen. Nein, definitiv nicht. Temperaturen waren sehr angenehm, ja. In der Früh, weil wir da zeitig weg sind.
Ja, am Aufweg geht durchs Korb am Auer, wenn wir schauten. So gut passt. Grüß dich. Haben wir nicht alles gebraucht. Nein, fast gar nichts. Haben wir lieber ein Bier dazu getrunken. Das ist scheiter. Ja. Der Kirchbandl war witzig. Das Kirchbandl war voll lustig. Also das war definitiv das lustigste Highlight, finde ich. Ja. Und ja, wie hast du denn die Tour generell empfunden? Also von der Scharten auf den Gipfel mit dem Kirchbandl und so? Ja, mir hat es voll taugt. Es war das erste Mal, ich war noch nie da oben. Mhm. Überhaupt da bei den Watzmann-Kindern, da war ich überhaupt noch nie. Dankeschön fürs Zeigen. Fürs Mitnehmen, ja. Und das Ergebnis seht ihr dann im Film. Beziehungsweise ich habe es gesehen. Ja, lustig, ja. Ja. Ja, also ich habe oben auf von der Scharten weg, habe ich das als voll easy empfunden. Da ist echt das Kriechband, ist die Schlüsselstelle eigentlich, könnte man so sagen, gell? Und das ist auch überhaupt nicht schwer. Also ich weiß nicht, wie es dann im Video ausschaut, aber tatsächlich geht es da fast gerade einfach rum. Überhaupt nicht steil oder so, nur auf der Seite geht es halt steil runter. Aber du bist da überhaupt nicht ausgesetzt, weil du direkt unter dem... Ja, in dem Bandel. Du bist in dem Bandel liegst, drinnen, du liegst drinnen. Und du hast da sogar auf der Seite geht es so auf. Das heißt, du das hast nicht das Gefühl, es drängt dich ab oder so. Ja, genau, sondern du liegst da wirklich drinnen. Also gescheiter ist Handy und GoPros oder was auch immer außer tun, weil sonst wenn es druckt. Genau, ja. Und wir haben das eben beim Stefan Stadler gelesen, dass es am gescheitesten ist, wenn man seinen Rucksack runter tut und den vor sich her schiebt. Und das war echt ein super Vorschlag oder ein Ratschlag von ihm, keine Ahnung. Ja, vor, er schaut sicher witzig aus. Ja. Stell dir vor, da warst du mit dem Rucksack am Rücken draufgehalten. Da waren wir stecken geblieben, da hätten sie uns retten müssen. Ja, und sonst, das ist da überhaupt nicht schwer vor der Scharten auf. Das Kriterium bei der Tour war für mich definitiv und ich glaube für dich auch, der Zustieg dann eben vom Chor, das Bandl, was wir eben gemacht haben, das habe ich schon einmal mit dem Markus gemacht, mit dem Maldinger. Das Video verlinke ich euch da unten. Damals sind wir am Seil gegangen. Ich habe gewusst, dass das nicht schwerer wird. Was glaubst denn du, dass das war? Ich hätte geschätzt, so maximal ein 2er ist das. Ja, hätte ich auch gesagt. Aber vielleicht ist es 3 minus, da wo keine Griffe sind, ich weiß es auch nicht. Ja, es war jetzt auch, weil es halt nass war, ne? Ja, es war. Gestern, weil es ein wenig gewaschelt hat, da auf die Nacht. Also, genau da, wo es so eng hergegangen ist, da war halt unten der Boden, wo du draufsteigst, war nass. Ja, und das war für den Kopf auch nicht besonders förderlich, sage ich mal. Nein. Aber ja. Das war definitiv mein Schlüsselstück. Und, und Schnee halt noch beim Zustieg. Genau. Ist auch nicht zum Unterschätzen, aber ist gut gegangen. Ja, hat gut gepasst. Also für uns hat es gut gepasst. Ja. Aber das war definitiv von der heutigen Tour für uns die Schlüsselstück. Bei trockenen Verhältnissen schaut das sicher ganz anders aus. Ja, aber ich würde das trotzdem nur denjenigen empfehlen, dass die das machen, die das sicher klettern können und ja, die mit sowieso, ausgesetzten Klettern kein Problem haben. Und sonst halt am Seil gehen, ja. Genau, da musst du aber mobil absichern. Und unerfahrener dabei ist, ja. Musst aber auch mobil eben absichern am Anfang, nachher gibt es einen Stand. Und ansonsten einfach den Normalweg Richtung erstes Watzmann-Kind gehen. Servus. Servus. Die Biker. Ja. Grüß dich. Grüß dich. Ansonsten einfach den Normalweg Richtung erstes Watzmann-Kind gehen. Und die Varianten, die wir halt gemacht haben, ist dann eher für die Adrenalin-Junkies, was könnte man so sagen, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich kenne nur den Weg jetzt drauf. Ich bin noch nie einen anderen gegangen da. Aber war, ja, ausgesetzt. War wirklich witzig. Ja, genau. Ja, das war es wieder mal gewesen. Aber der Normalweg über den Gendarm ist auch maximal 2er Gelände ausgesetzt. Höhen schaut da definitiv nicht. Vor allem im oberen Bereich bis nach dem Gendarm. Und danach brauchst du nichts mehr. Ja, wenn ihr Fragen habt, unten eine ins Kommentarfeld. Wenn ihr wollt, dass ein Presseartikel verfasst wird, schickt das Video an die Presse unbedingt weiter, an irgendeinen Journalisten, den ihr kennt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ah ja, und wenn ihr nichts mehr aus dem Berg verpassen wollt, Kanal unbedingt abonnieren und die graue Glocke aktivieren. Wir haben einen Berchtesgaden einfach so gern, darum sind wir immer wieder da.
Und wir werden da wieder kommen, gell? Auf jeden Fall. Weil wir haben heute schon wieder viele Sachen gesehen, die uns gefallen werden und die wahrscheinlich euch auch gefallen werden. In dem Sinn, bergheil, bleibt's geil. Und der Franke sagt Ade, bleibt schön. Ciao.